Was bisher geschah? In der letzten Folge haben wir von Apollo die Aufgabe bekommen, die Monolithen zu untersuchen, um vielleicht rauszufinden, woher die Wächter immer kommen. In dieser Folge werden wir jetzt sehen, was passiert, wenn man diese Glyphen aktiviert. Und die Reise geht weiter im No Man's Sky. Da ist die letzte Station. Oh, 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 Landebereich ist nicht frei, ja. Wir haben natürlich die Hoffnung nämlich aufgegeben, dass ich die letzte Art hier finde. Weil es auch wirklich mies ist, ne? Dass gerade wieder mein Feueranzug ausgegangen. Dass die so schwer zu finden ist. Das ist nicht gut. Hey, wie weit bin ich denn jetzt hier drüber? Über dem, wo ich eigentlich hin sollte. Da ist anscheinend nirgendwo was. Nee. Obwohl es natürlich auch immer noch Vögel sein können. Ne? Die können ja so selten sein, dass man die nie sieht. Ich weiß gar nicht, wieso gerade hier mein Feueranzug an ist, wenn nur 29 Grad sind. Da brauchen wir doch keinen Schutzanzug bei. Sieht man sich höchstens ein T-Shirt an oder eine kurze Hose und dann hat sich das. Machen wir es eben nochmal voll. Ja. Je, ach, das ist so einer wieder. So, für heilig. Hier ist noch einer. Aggression. Weiß gar nicht, wie man mit einzelnen Wörtern eine ganze Sprache lernt. Das dauert ja ewig denn. So. Hier müssen wir jetzt. Hier wissen wir jetzt den Bescheid. Stehen gar nichts. Alles hier ist rot gefärbt. Dasselbe unbeobachtbare Karmesinrot, das meine Vision erfüllt, wenn ich blinzle. Ich kann nur hoffen, dass diese Struktur die letzten Glyphen beinhaltet, sodass meine Prüfung in diesen Ruinen endlich vorüber ist. Ja. Der Zweck der Unendlichkeit. Der Atlas erzählt dem Reisenden, dass er der Erste seiner Art war. Und dass ihm eine Vielzahl folgen würde. Jeder von ihnen mit derselben edlen Seele und der Fähigkeit, in ewiger Einsamkeit von Planet zu Planet zu reisen. Der erste Reisende lehnt das Geschenk des Atlas ab. Diese Welt war nicht, was er sich erhofft hatte. Was war der Zweck der Unendlichkeit, wenn man nicht alles sehen konnte? Wenn man alleine war, wenn man eines Tages sterben würde. Der Reisende verfluchte den Atlas und behauptet, er würde schon überleben können. Koste es, was es wolle. Der Reisende wird Zeuge all dieser Welten und sogar der gesamten Zeit selbst. Okay. Mich erfüllt das Wissen eines uralten Reisenden. Ich sehe Glyphen vor mir. Der letzte Teil des Codes, den ich zur Aktivierung des Portals brauche. Sehr gut. Habe ich gerade was gelernt und ich habe es nicht gesehen. Okay. Ja. Immer noch? Wieso muss ich denn immer noch woanders hin? Ach Mist, jetzt muss ich da auf den Berg klettern. Hey, ich dachte, ich hätte es jetzt mal. Habe ich jetzt aber eine Glyphe entdeckt? Nee. Okay. Ja, dann fliegen wir jetzt anscheinend als nächstes dahin. So, da ist es. Diesmal landen wir auch direkt davor. In einem Loch. Wie es scheint. Nee. Nur vom Berg. Ist aber nix. Ist das zufällig? Nee, ne? Das Trium. Das Kürbisknolle, ne? Brauchen wir aber auch nicht. So. Und komischerweise. Achso, ja, wir sind ja auf dem Planeten rumgeflogen. Also es kann schon sein. Ah, da sind wir bei Tag losgeflogen. Jetzt ist es schon wieder Nacht. Ich will mich nicht verarschen lassen von denen. Mordit, okay, dann tun wir das weg. Wir müssen auch noch Tiere umlegen, das ist ja auch wahr, aber wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Wir müssen. Ach ne, Mineralien-Scan war ja abgeschlossen. Oxidkristall, Titan und Zink, das ist auch sehr gut. Beides drin. Zack.
Wunderbar, das nehmen wir einfach auch mit hier, jawohl. Ich habe auch gesehen, wir haben das schon längst fertig mit den Wächtern umlegen. Huch. Komplett leer. Ist ja gefährlich, denn... Oh. Hätte ich auch noch die ganze Zeit bei. Ja, Tamium, davon haben wir genug. Keine Chance. Die letzte Art hier zu finden. Keine Chance. So. Ich weiß nicht, was passiert, deswegen lade ich nochmal den Feueranzug voll, denn müsste das ja reichen. Oh, irgendwas. Cool. Die sieht auf jeden Fall cool aus. Mal gucken, was passiert. Reisenden Anomalie bestätigt. Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch. Nähere mich dem Portal. Ich denke an jeden flüchtigen Gedanken und Wunschtraum, der mich zu diesem Moment geführt hat. Wenn ich diese Pforte durchschreite, finde ich vielleicht Artemis, die Quelle der Wächter oder vielleicht sogar ein ganz neues Universum. Aber es ist mehr als das. Das ist kein Schicksal. Ja, das ist eine Entscheidung. Ein Vertrauensvorschuss, dass ich irgendwo da draußen in der Dunkelheit meine Bestimmung finde. Okay. Ich mache einen Schritt nach vorne, ohne zu wissen, was sich auf der anderen Seite befindet. Aber tief in meinem Herzen spüre ich den Ruf nach Wahrheit. Das wird der Anfang von allem. Okay. Aha. Kann ich mein Schiff denn vielleicht mitnehmen? Das ist ja auch die Frage, ob der mein Schiff auch mitkommt. Oh, da liegen ja Sachen rum. Ob mein Schiff denn mitkommt? Oder ob das nur völliger Blödsinn wird? Weiß man ja nicht. Ein Dolch. Naja. Gut, da ist noch mehr. Nehmen wir den einfach mal. Oh ja. Aronium. Auch nicht schlecht. Lassen wir das im Schiff. Das ist 25.000 kostet das. Ja. War nicht so schlecht. Da ist noch mehr. Jetzt findet er das ganze Zeug noch. Wir drücken uns vor dem Portal, ne? Obwohl das ja bestimmt interessant ist, was dahinter ist. Und noch ein Dolch, jawohl. Lassen wir die beiden hier. Was? Oh, ach so, okay, dann nehmen wir einfach... Das Raumschiff ist nicht in Reichweite, ja, das steht doch da hinten. Manchmal verstehe ich diese Reichweite nicht. So, jetzt aber. Jawohl. Und zack auch. Gott. Latschen wir jetzt da durch und gucken mal, wo wir da ankommen. Bin mal gespannt. Okay. Wie sieht denn das hier aus? Planet mit hoher Alarmstufe? Nein! Nein! Was soll ich hier tun? Doch. Ach, der sieht mich doch. So, was ist meine Aufgabe? Ein Portal, das... Die uralten Denkmäler haben eine Reihe von Glyphen bereitgestellt. Vielleicht sind sie der Schlüssel zur Öffnung eines Portals. Ja. Nee, das ist Eisen. Atlas-Portal initiiert. Ja, da kommt schon der nächste wieder, ey. Na, das wird ja ein Spaß. Hau ab. Jetzt einfach mal zu so einem leuchtenden Ding da hin. Huch. Was? Oh. Da haben wir ja nochmal entkommen. Sprich mit dem Atlas. Okay, mein Schiff ist schon mal nicht hier. Ja. Jetzt ne, müssen wir... Zerstöre die Drohnen? Ja, okay, die sind ja gar nicht mehr da. Ja, komm, dann lassen wir die weiter. Jetzt will ich ja wissen, was abgeht, ne? Oh, aber hier sind ja noch Sachen. Artefakt interagieren. Warpzelle nehmen wir mit.
Noch eine. Jetzt meine Tasche voll. Mist. Okay. Das war gut. Vielleicht kriegen wir ja nicht mehr als zwei Sachen. Vielleicht kriegen wir überhaupt was. So, hallo Welt. Okay. Der Text blinkt vor mir. Er wartet auf eine Eingabe. Fragen, wer da ist. Hallo sagen, ja. Eine Tonaufzeichnung wird abgespielt. Ihr Echo ist über die gesamte Schnittstelle hinweg zu hören. Wir waren einst Reisende. Wir strebten einst mehr als Schmutz und Staub an. Der Ton klickt, Zeit vergeht. Zeig mir eine Weltatlas. Zeig mir etwas, das zuvor noch nie jemand gesehen hat. Die Stimme endet. Die Schnittstelle wird ruhig und verstummt. Sie erwartet einen Befehl. Okay. Diagnose ausführen. Die letzte Diagnose liegt... Was? Moment mal. 19 Milliarden Jahre zurück. 64% der Welten funktionieren nach den erwarteten Parametern. Oh. 2 Millionen verfolgbare Beobachtungen bereit für Analyse. Subroutine Wächter. Status Fehler. Subroutine Glas. Status betriebsbereit. Okay. 4000 Durchbruchversuche. Subroutine Reisender. Status betriebsbereit. 450 kritische Fehlerwarnungen. Strukturelle Integrität der Exo-Gedanken beschädigt. Sofortige Reparatur erforderlich. Persönlichkeitsschnittstelle initiieren? Ja, nein. Ja, Mama. Reisender. Die Realität schwindet. Alles andere auch. Mein Körper, meine Stimme, meine Seele, alles spricht zu mir. Der Atlas steht vor mir in all seiner Macht. Ich möchte nach Artemis fragen. Ich will ihn finden. Doch irgendwas passiert mit mir. Ich muss weg von hier. Ich muss schreien. Ich versuche zu schreien, aber ich habe keinen Mund, keine Gestalt. Ja, schade. Okay. Komme ich jetzt wieder an diesen blöden Ort zurück? Ich will nicht nochmal gegen die Wächter kämpfen, bitte. Ja, wir sind wieder zurück. Drei Planeten, Vikin, Hochspannung, nachhaltig, nicht bedrohlich. Sehr gut. Ist es mein Planet? Sieht man meine Basis? Nee, natürlich nicht. Ein Sprung in die Dunkelheit. Ich bin jetzt irgendwo gelandet. Ist es... Huch. Was? Lokalisiere dein Raumschiff und gehe an Bord. 9 Minuten? Ey, wie lange soll das dauern? Ach, ein Glück haben wir genug Zink dabei. Und wir haben hier auch eine neue Kapsel. Oh, hier ist nichts drin. Eine neue Kapsel. Ach, das hilft uns alles gar nicht. Oh ja. Da will ich mal noch einen neuen Frachtplatz kaufen. Ich weiß zwar noch nicht wofür. Ob wir den vielleicht für Tamium nehmen sollten. Oder für was? Oder Technologie, das würde auch gehen, ne? Das wäre natürlich auch gut. Dann können wir nämlich hier einen Platz mehr haben. So, wie viel kostet das? 1000 nur? Oh, klar. Ist ja wohl viel besser. Jetzt ist nur die Frage, was wir da reinmachen, ne? Weil ich glaube, das hier kriegen wir nicht komplett wieder zurück. Und das ist ja auch nur Tau. Das ist nur Tau. Das ist Theta, aber da ist noch was drin. Toxindämpfer Tau. Jetzt weiß man... Och, ich stehe nicht hier drin. Klar. Ich habe ja auch nicht mehr, ne? Als Tau für Gift. Nee, ich habe noch Sigma. Das ist nicht so toll. Aha. Ich kann es aber, glaube ich, auch hier gucken, ne? Das geht auch. In der Anleitung, was ich für Technologien habe und was die kosten. Toxindämpfer, Tau. Andere habe ich nicht. Ich kann gar nicht gucken, was das kostet. Mist. Das ist andere Strahlung, ja. Das ist natürlich doof. Lüftungsmembran ist auch doof. Das kann ich auf keinen Fall kaputt machen. Die
Ende vielleicht, ne? Plutonium, Platin, Heridium, das habe ich alles. Aber geht das? Zählt das als, ach, als Technologie? Das ist ja uncool. Aber ist ja klar, ne? Was soll das sonst sein? Ah, hier ist leider nichts weiter. Was habe ich da als Täter, was ich noch machen kann? Ach hier, Schildverstärkung. Naja, das brauche ich nicht. Das brauche ich... Ah. Nee. Das hier ist alles doof. Ja, das mache ich aber dann, glaube ich, wenn ich nächstes Mal in einer Station wieder bin. Da könnte ich ja auch die Wärmeschicht-Täter bauen. Da habe ich ja Gravitino-Bälle. Die wachsen nicht. Ich brauche, glaube ich, nur einen dafür, ne? Das kann sein. Oder vier, bin ich mir nicht sicher. Aber ich habe bestimmt welche im Lager. So. Und jetzt geht's erstmal los Richtung... Ich weiß gar nicht, was ist denn das hier? Okay, Planeteninformationen sind schon mal da. Wir können natürlich von hier nicht sehen, was das für eine Galaxie ist. Aber dann latschen wir jetzt anscheinend 7 Minuten in diese Richtung da. Und entdecken vielleicht Tiere, die hier wohnen. Mal gucken. Okay, eine Sache möchte ich jetzt gerne nochmal zeigen, weil ich die ziemlich komisch finde. So, steht hier irgendwo mein Geld da oben. Ich habe jetzt 17.302.000. Wenn ich jetzt das Ding hier entdecke, steht da ja gleich eine Zahl. Oh, 200 nur, schade. Vielleicht versuchen wir es mit dem nochmal, weil ich habe jetzt ein paar Pflanzen bei gehabt. Da, genau, 12.700 stand da. Ist es das wirklich? Ja, 12.000 gibt es für eine Pflanze. Einfach nur entdecken, die ich noch nicht kannte. Also wir werden ziemlich reich. Das kann sein, dass es jetzt an diesem tollen Visier liegt, dass wir so viel mehr kriegen, aber... Oder die haben das mit dem Patch gemacht, dass man jetzt generell mehr Geld kriegt. Das weiß ich nicht. Aber wir haben noch 7 Minuten zu laufen, also ist noch ein bisschen hin. Und wir haben das erste Tier gefunden auf dem Planeten. Wie viel gibt es in 10? Okay. Und die nächste Art. Die sieht auch lustig aus. So, haben wir beide? Ja, ist eine neue Art. Wunderbar. Vielleicht haben wir Glück. Ein bisschen müssen wir noch hier rumlaufen, dass wir wirklich alle finden. Ich glaube zwar nicht dran, aber vielleicht haben wir auch Glück. So, jetzt machen wir aber erstmal Schluss und in der nächsten Folge finden wir dann unser Schiff bestimmt. Also dann bis zum nächsten Mal in No Man's Sky.